Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Reitschule Hoffmann. 21 Tage sind es noch, bis die Teamtour 2022 powered by Alpenspann und Evalia losgeht. Bei mir ist nun der Präsident des Steirischen Pferdesportverbandes, Herr Ludwig Hoffmann. Herr Hoffmann, was bedeutet die Teamtour für Sie als Präsident des Steirischen Pferdesportverbandes? Die Teamtour in der Steiermark ist etwas, was unbedingt notwendig ist, jetzt unter Anführungszeichen, weil sie fordernd ist. Und insofern fordern, dass wir die jungen Reiter, die unerfahrenen Reiter mit den Profis, wenn man so sagen kann, zusammenführen und die eine Einheit ergeben. Ja, die Teamtour bildet ja aus den Mannschaften eine Symbiose zwischen Einsteigern und Profis. Kann man hier auch ableiten, dass die Steiermark so erfolgreich im Österreich-Vergleich dasteht? Das ist richtig. Auch die Teamtour trägt sehr viel dazu bei, zur Leistung, Punkt 1. Dann dürfen Sie nicht vergessen, dass die Jugend sich von den Alten sehr viel abschaut und ein Zusammenhalt entsteht, der seinesgleichen sucht. In ganz Österreich beneiden uns die Leute um diese gute Stimmung in der Steiermark, die auch durch die Teamtour entsteht. Ja, und hier haben wir heuer einiges zu erwarten. Das Nennergebnis hat 13 Teams gebracht. Das heißt, 200 Reiter werden diese vier Etappen und dann das Finale auf der Reitanlage in Breding bestreiten. Herr Hoffmann, Sie als Präsident haben doch auch ein Team, was ich gelesen habe. Das ist richtig. Wir haben schon bei der letzten Teamtour eine Mannschaft gehabt, die sehr, sehr gut mitgehalten hat. Und wir hoffen, dass auch dieses Mal unser Team vorne mit dabei sein wird. Dann wünschen wir hier an dieser Stelle alles Gute und freuen uns auch schon, Sie bei der ersten Etappe dann auf der Reitanlage des Reitclub Markus zu begrüßen. Ich darf von ganzem Herzen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles erdenklich Gute wünschen für diese Teamtour, dass sie gesunde Pferde behalten und dass der Sport im Vordergrund steht, die Fairness, das gute Klima, der Zusammenhalt, so wie es in der Steiermark üblich ist. Natürlich mögen die Besten gewinnen und sich freuen. Alles Gute vom Herzen.